Servus Leute, willkommen zurück zu Mega Man X5. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, diese beiden besiegt. Ich habe mittlerweile alle Parts gerendert, habe ein paar Parts schon hochgeladen. Ich glaube, ich habe 4 oder 5 Parts hochgeladen und 6 Thumbnails schon mal gemacht. Aber alle Parts sind bis hierhin zumindest schon fertig gerendert. Im Hintergrund habe ich meine Duftkerze angezündet. Die duftet. Und sie entspannt mich. Ja, und genau, das ist der Zero Run. Also machen wir mit Zero. Da war ja was. Die duftet gut. Ich weiß nicht warum, aber Kerzen entspannen mich total. So, da oben ist ein Leben. Mal schauen, was hatten wir noch alles? So, Moment. Genau, das war das. Dann der Doppelsprung, dann das. Dann das. Dann die drei Waffen. Moment, 1, 2, 3, 4. Da war es sind 5, 6, 7. Was fehlen jetzt noch? Moment, das ist der Dash. Das ist der Slash. Ah! Sieht geil aus. Moment, ich kann das auch so in Kurzform. Zack, zack. Ah, gut, gut. Ah, Moment, gab es hier nicht die... warum explodiert das? Ja, da. Gab es hier nicht die... Ja, Lasers. Moment, Zero hat auch einen Time Stop. Es ist mir egal, ich werde davon Gebrauch machen. Timestop ist Starcode. Gut, das Ding lasse ich da. Zero Viren. Warum? Ey. Ich bin doch Zero, also ergibt das wenig Sinn. Hopp. Ach, shit. Und schon hier oder? Niemand. Gut. Nur als Sicherheit. Toll, dass du ja erstmal wegdrehen musst und dann von dem Laser geschnitzelt wirst. Ja, super. Wow. Ah. Achso, ist ja in der Luft. Was? Das schadet dir nicht? Virus. Ja gut, mit so wenig Lebenskraft brauche ich es gar nicht erst versuchen. Jetzt erst recht nicht. Gut, aber ich versuche es trotzdem. So, schauen wir mal. Na! Mies! Fast. Achso, stimmt ja, es wurde immer aufgeladen. Wie viel Leben habe ich? 7! Warum so viel? Ja, komm her, Zero. Ah, ich kann ja nicht Dash und Double Jump, warum auch immer. Problem ist, ich muss das hier oben schon aktivieren, weil mir bleibt ansonsten keine andere Wahl. So, jetzt. Schnell! Wow, das ist scheiße, Mission.
Ja, stimmt ja. Ich kann ja keinen Doppelsprung, wenn ich dashe, warum auch immer. Verstehe ich irgendwie nicht. Und ich kann es hier schon aktivieren, theoretisch. Ah! Nein! Ah, oh, Scheißdreck. Da muss ich mir merken, links stehen. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, danach muss ich rechts stehen. Hau ab! Schwinde! Die Energie ist mir, ehrlich zu sein, gerade egal. Nein! Scheiße. Ah! Und da! Ah. Ich war an sich richtig, aber ich hätte noch weiter nach rechts unten gemusst. Ich glaube, das war der letzte Laser, der mich gerade gekillt hat. Ach ja. Na egal. Ey! Hau ab, sie! Sieht man, wollte ich schon sagen. Zero. Zack. Einmal kurz wegdrehen. Ja. Nein. Ah. Ich hätte nicht dashen dürfen. Aber andererseits, wenn ich nicht gedasht hätte. Wenn ich nicht gedasht hätte. Wäre ich dann rechtzeitig reingekommen ins Loch, oder war das sowieso unausweichlich für mich gerade? Zack. Aber ich kann damit so leicht nach oben lenken. Ja, jetzt. Na, oh, mittig bleiben, mittig. Weg. Mach auf deine Rüstung. Dein Schild viel mehr. Den Zero Run von Osoma habe ich mir noch nicht angeguckt. Da bin ich mal gespannt, wie er sich anstellt. Wahrscheinlich auch nicht besser als ich. Na! Ah! Warum kämpfe ich auch gegen dich, hä? Wenn wir es irgendjemand sagen. Ich muss einfach nur an den Latzern des Instant Deaths vorbei. Schnuppi, oh, ist alles im Boot da. So, mittig. Oh, okay. Da jetzt rechts. Ah. Hätte ich weiter rechts bleiben sollen? Ich weiß nicht, ob sich das ausgegangen wäre. Ach, dummes Ding. Ja, warum kämpfe ich auch gegen dich? Nee, das war falsch. Schneller! Nein. Ich hab's verwechselt. Erst links, dann rechts. So muss es gehen. Ich dachte, ich muss jetzt schon nach links. Mal! Ja, ja. Du auch, Zero. Von mir aus. Also der Virus da gerade. Wenn ich das später nutzen könnte, aber es geht sich doch, glaube ich, gar nicht aus, oder? Ah.
Aber diese Laser schießen, glaube ich, nur, wenn sie mich sehen. Vielleicht. Warum vernichte ich die überhaupt? Vielleicht, wenn ich es irgendwie gut anstelle, kann ich den Timestop ein bisschen später aktivieren. Dafür muss ich erstmal an dem Ding da vorbei. Naja. Egal. Okay, so ist das nicht möglich. Das ist... doof. Wow, das war stylisch irgendwie. Dafür das umso unstylischer. Na gut, dann versuchen wir es mal so. Ja, nein! Ah, links! Links! Zweimal links, dann einmal rechts. Nicht so, wie ich es vorhin gesagt habe. Einmal links, dann einmal rechts. Ach. Ja, ja, von mir aus. Okay, zweimal links, einmal rechts. Nein! Oh, shit. Links, links. Bin ich dumm? Ich weiß, ich kann es auch mit LR wechseln, aber... Ach, nee! Nein, ich stehe sicher! Okay. Jetzt nach rechts, oder? Warum bin ich gesprungen? Das kann mir niemand beantworten. Niemand auf der ganzen Welt. Nicht mal ich selber. Ich kann mir diese... dumm von mir. Ich kann mir diese einfache Passage da unten nicht merken. Warum auch immer. So, schnell, schnell. Nein! Ja! Nein! Oh. Okay, jetzt rechts. Okay, da unten mittig. Das heißt einmal rechts, dann mittig. Ja. Ich will doch einfach nur da unten durch, mehr nicht. Und danach muss ich mich darum nie wieder kümmern. Ja. Okay. Links, mittig. Geil, perfekt. Hat geklappt. Ich hab's mir ausnahmsweise mal gemerkt. Na! Oh. Bitte. Danke. Ich hab Angst, ganz im Ernst. Oh. Hier die Kamerasicht. Kamerasicht. Ihr wisst schon, der Torausschnitt, der ist irgendwie doof gewählt. Oh ne. Oh. Ach, das war doof. Stimmt, da war ja was. Dich gab's ja auch noch. Die Frage ist, hast du irgendeine Schwäche? Ich hoffe es. Offensichtlich nicht. Habe ich Subtrends? Ja, habe ich. Okay, zur Not kann ich... Ach, ich
ich habe nicht aufgepasst. Zur Not kann ich sie mir immer wieder auffüllen. So, schwächt dich das? Ah! Habe ich die Waffe nicht... Ich habe die Waffe nicht ausgerüstet. Ja, super! Wahrscheinlich tut sie ihm gar nichts, die Waffe, aber jetzt... Das werde ich jetzt eh nicht überleben. Ja, seht ihr? Egal. Ich will wenigstens gucken, ob die Waffe irgendeinen Schaden macht. Was habe ich denn sonst noch? Das da habe ich. Das da habe ich. Und ich versuche es mal mit diesem Uppercut. Die Musik hier ist ein Remix, Remake, wie auch immer, von Mega Man 1 Yellow Devil. Mehr. Hat Schaden gemacht? Ja, ein bisschen. Was soll ich denn sonst noch? Den Uppercut? Den Dash hätte ich, aber ich werde nicht so blöd sein, in ihn rein dashen. Okay. Das geht. Das ist mehr oder weniger. Okay, der geht so. Bitte sei nah dran. Natürlich nicht. Wie viel Schaden machst du? Kollege. Okay, aufpassen. Ah, zu spät. Ah, falsch. Falsches Timing. Ich will eigentlich das dagegen hineinsetzen, aber solange sein Auge nicht... Ja. Ich meine, die Tanks kann ich hoffentlich zum irgendwie irgendwann wieder auffüllen. Also sollte ich die Tanks nutzen? Denn wenn ich es jetzt verkacke, schaffe ich ihn nicht mehr. Ich kann ihn nirgendwo die Tanks auffüllen. Ah, ich habe gepennt. Da hätte ich diesen ersten Dings jetzt nicht verhauen. Sein Auge muss möglichst nah... Nee. Warum machst du so viel Schaden? So unendlich viel Schaden. Wow, bisschen konzentrieren. Ich mache auch unendlich viel Schaden. Okay, ich habe eine Idee. Jetzt ist sein Auge dahin. Das kann ich vergessen. Ach, falsch. Nein, wieder falsch. Der Run hier ist nicht so super. Okay, schauen wir mal. Ich hab mich geduckt. Achso, ja. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, sein Ducken verzögert sich etwas, nachdem man gelandet ist, aber... Stimmt gar nicht. Ja! Verdammt, da unten kriege ich sein Auge nie wieder hin. Soll ich? Ja, nein. Sag doch mal was. Ich mach's. Ja, ich hab mal wieder geschlafen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Wenn doch, dann... Wenn ich es jetzt nicht schaffe, habe ich alles verhauen. Nein! Was zum Henker? Wieso hast du so viel Schaden gemacht? Ich sterbe, wenn ich es nicht mache.
Nein! Falsche Taste! Ich hab's verbockt, Scheißdreck. Ich werde verlieren. Ja, seht ihr's? Ja, jetzt ist er unmöglich für mich. Ja, jetzt muss ich aus der Stage rausgehen und meine Tanks auffüllen. Ich trink was. Hab keine Lust, mich aufzuregen heute. Die Frage ist nur, kann ich in eine Stage reingehen und meine Tanks auffüllen und diese dann wieder verlassen, einfach so? Wahrscheinlich nicht. So, ich stelle mich schon mal dahin, damit ich schön Schaden nehmen kann. Wäre ich da hinten überhaupt sicher? Nee, egal. So, Stage Select. Oh nein, ich muss nochmal durch diese Laserscheiße durch, oder? Ich glaube, wir werden uns offscreen wieder vor der Boss-Tür sehen. Das ist das Intelligenteste, weil ansonsten gibt es 100 Stunden nur Geschrei und ich habe keine Lust jetzt zu schreien. Nein, heute war so ein schöner Tag, heute gibt es kein Gebrüll. Das war Mega Man X5, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für euch.